Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Seinen Gedanken können wir hier ablesen. Er kommt ins Bewegung. Und dieses Kreuz bedeutet sein Glaube daran, sein Plan. Er möchte mit dir treffen, weil euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Außerdem, er trifft wichtige Entscheidungen, weil er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird dann neu orientieren. Wie soll das weitergehen? In welche Richtung? Es sind nicht nur Pläne, sondern er kommt auch ins Bewegung. Diese Karte kann alles bedeuten, was sich bewegt. Sport, Auto, Reisen oder Veränderungen. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Diese Karte bedeutet Unklarheiten. Er zweifelt noch daran, ob diese Bewegung, ob diese Richtung wirklich gut ist. Und hier sehen wir eine Reise. Vielleicht ist das sein Plan, nach Ausland zu gehen, aber es sind noch Unsicherheiten da. Dieses Schiff bedeutet aber auch die Hoffnung, dass er hofft, dass alles gut geht. Was wird er tun? Das Haus kann ein Besuch sein oder eine Einladung. Oder dieses Haus bedeutet auch die Basis, die Fundament. Er möchte mit dir etwas aufbauen und hier die Lilien zeigt die Klärung, die Reinheit. Er möchte mit dir etwas klären. Das kann eine familiäre Situation sein oder kann eine Immobilie sein. Vielleicht ist sein Plan ein Haus im Ausland. Und was verbindet euch? Die Sonne, und das bedeutet immer mehr Klarheit, was hier wir auch sehen, es klärt sich etwas auf. Außerdem bedeutet die Sonne die Anziehungskraft zwischen euch beiden. Oder dieser Weg, diese Veränderung wird deutlich sichtbar für dich auch, weil er bespricht das mit dir. Er möchte mit dir hier etwas klären. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.